Hallo und willkommen bei Garnelio Natureholic. Wir sind hier in den Heiligen Hallen. Hier sind die ganzen Verkaufsaquarien. Von hier aus gehen die ganzen Tiere raus. Und ich habe hier den Farshad. Mein Name ist Chris Lukau, Farshad Fahadi. Wir unterhalten uns kurz über dieses Schneckenthema, die ganzen Neritiden, Farshad. Die sind ja in der Aquaristik ziemlich weit verbreitet, oder? Ja, absolut. Dadurch, dass sie so gute Algenfresser sind und auch noch dabei gut aussehen, sind sie fast in jedem Aquarium vertreten, wo sie auch gute Dienste. Also sie machen unglaubliche Dienste, sind super Algenfresser. Und wir haben ja hier etliche Arten in der Anlage. Und der Punkt ist der, wenn ich mir so das Internet durchstöber, wir sehen immer wieder die ganzen Namen, die stimmen eigentlich nicht, weil mit den ganzen Neritiden, es ist gar nicht so einfach, die auseinanderzuhalten. Aber wie viele Arten haben wir ungefähr da? Ich schätze mal, dass wir so 50 Arten, 50, 60 Arten im Shop Schneckenarten. Haben. Schneckenarten, genau. Und Neritiden vielleicht so 10? 10, ja. 10 genau. Und wir wollen euch mit diesem Video kurz mal zeigen, welches die Arten sind, wo sie herkommen und auch wie man sie hält. Also das wäre natürlich ganz wichtig. Wir haben auch ein paar coole Produkte für Schnecken. Ja. Ein ganz wichtiges Produkt, Farshad, ist... Die Schneckenschranke? Genau, diese Schneckenschranke ist ein ziemlich cooles Produkt, weil die meisten Arten... Brechen aus, dadurch, dass die aus Gebieten kommen, wo Brackwasser ist und Ebbe und Flut am Start ist, sind sie es auch gewohnt, mal außerhalb des Wassers zu sein. Und das Ganze verhindert man durch die Schneckenschranke. Da schmiert man so eine kleine Schicht ums Aquarium hin. Ich muss Sie kurz zeigen, dass ihr auch wisst, wie das aussieht. Das ist ein super Produkt und ein wichtiges Produkt für diese Schnecken, weil, wie der Farshad schon gesagt hat, im Tidenbereich, das heißt, wo sich Ebbe und Flut abwechseln, alle 6 Stunden, da sind die Schnecken natürlich gewöhnt, die krabbeln einfach raus und das Wasser geht runter und dann sind sie einfach mal kurz auf dem Trocknen. Richtig. Und deswegen haben diese Schnecken gar kein Problem, aus dem Aquarium rauszukommen. Und wenn man ein unabgedecktes Becken hat, ist das ein Problem. Und damit kann man die Becken halt auch wunderbar in unabgedeckte Becken halten. Oder wenn man Filter, der Bereich bei den Abdeckungen, wo die Filterschläuche rausgucken, dort hauen auch oftmals Tiere ab und dort kann man das auch drauf schmieren und sichert das Leben der. Ja, weil wenn die mal draußen sind und mal einen Tag oder zwei, die können sich zwar schützen, indem sie das Operculum zumachen, aber das nicht über eine allzu lange Zeit, weil sonst sind sie einfach vertrocknet und ihr findet sie dann nicht, weil man es nicht sieht und so weiter. Also ein ganz überlebenswichtiges Produkt für manche Aquarianer und für deren Schnecken. Aber wir haben auch noch andere Produkte andere im Produkte Schneckenbereich. Da. Was haben wir denn da Schönes? Also... Nochmal, wie gesagt, es ist ganz wichtig, dass ihr wisst, welche Arten ihr im Aquarium habt, weil das auch für die Haltung wichtig ist, dass ihr wisst, wie ihr sie halten könnt und natürlich auch, welche Produkte ihr verwenden könnt. Und bei Natureholic und Garnelio haben wir ein paar coole Produkte für die Schnecken, weil wir kennen uns ja ein bisschen aus damit. Farshad, vielleicht machst du kurz die Introduction zu diesen Produkten, weil du kennst die Produkte in- und auswendig. Sehr gerne. Also das Erste, was wir hier haben, ist Schneckenfeed. Und das Besondere am Schneckenfeed ist, vorweg, die meisten Schnecken sind Aufwuchsfresser. Das bedeutet, die raspeln Oberflächen nach Fressbaren ab. Und wenn du da jetzt eine Futtertablette reinwirfst, haben sie ein bisschen Schwierigkeiten, die aufzunehmen. Und da ist vor allem auch nicht das drin, was die Tiere brauchen. Und das Ganze wird mit einem Schneckenfeed gelöst. Das kannst du wunderbar auf den Stein schmieren. Du imitierst sozusagen Aufwuchs. Und die Tiere kommen hin und fressen das auf. Das Geile am Futter ist auch, was drin ist. Dort sind wichtige Mineralien, die bioverfügbar sind, die dafür sorgen, dass die Tiere ein gutes Gehäuse haben. Weil das ist das nächste Problem, wenn man Schnecken im Aquarium hält. Oftmals ist der Mineralienhaushalt nicht so gut ausgeglichen und die Tiere bekommen Gehäuseschäden. Das kann bis hin dazu führen, dass da irgendwelche Löcher sind, wo dann Infektionen passieren und das Tier am Ende verendet. Und das hat man damit quasi geklärt. Gelöst. Gelöst. Ja. Die Schneckenschranke haben wir ja schon besprochen, also ist auch ein wichtiges Produkt. Dann haben wir noch hier... Die Algae Plates. Die Algae Plates sind einer meiner Lieblingsschneckenprodukte. Das ist quasi für die Tiere 100% wie Aufwuchs. Also es ist quasi eine Algenplatte, darauf setzen sie sich wie in der Natur auf einen veralkten Stein. Und das Besondere an denen ist, warum ich die so sehr mag, ist, dass eine Dauerfütterung statt. Das bedeutet, du legst die Algenplatte rein und die Tiere haben ohne weiteres 2 bis 3 Wochen Futter. Es belastet nicht das Wasser, das heißt, du kannst das auch so lange drin lassen, weil das Problem beim normalen Futter ist, dass du es nach kürzester Zeit wieder rausholen musst. Und hier sieht man das beispielsweise, wenn du mal hier kurz umdrehst die Kamera. Hier ist eine Algenplatte drin, das sind die Reste, also wir werfen da nichts weg, sondern das verwenden wir dann selber, den Beschnitt in der Anlage. Und hier siehst du, da haben die Schnecken schon abgeraspelt.
Und das Besondere ist, das ist eine Alge, die aus dem Meer ist und dort, wenn das ankommt, merkt ihr auch, da ist eine weiße Schicht drauf. Da sind auch sehr viele Mineralien, Jod, was der Schnecke wirklich sehr, sehr gut tut, auch fürs Gehäuse ist das optimal. Und die Schnecken, die kommen ja auch aus dem Brackwasser, also sprich, das Futter ist genau richtig und diese Gehäuseschäden, um die zu vermeiden, solltet ihr auch natürlich das wichtige Futter füttern. Übrigens auch ein super Urlaubsfutter, also wenn man mal ein paar Wochen weg ist, eine Algenplatte rein, auch Garnelen bedienen sich dran. Und Schnecken brauchen eigentlich immer was zu fressen, genau wie die Garnelen, die raspeln ja immer irgendwas ab. Deswegen ist ganz wichtig, die nicht nur punktuell zu füttern, das heißt einmal alle 3 Tage, sondern es ist gut, wenn immer was vorher. Und oftmals werden Schnecken gekauft, weil es Algenprobleme gibt. Dann sind die Schnecken da, fressen die Algen weg und leider müssen dann Tiere verhungern. Und das vermeidet man. Kostet nicht viel. Und wird das hier im Haus produziert? Das wird im Haus produziert, ja. Das ist natürlich einer der Vorteile. Wir wissen, was wir machen hier im Haus. Es sind kurze Wege. Wie man sieht, die Schnittreste kommen in die Aquarien. Das bedeutet, wir wissen immer, wenn irgendwas nicht stimmt. Und das ist jetzt nicht ein Produkt aus vom Reißbrett. Und dann in den Markt rein, wie es oftmals passiert, dass es kommt aus der Praxis, weil wir früher, dadurch, dass wir so viele Schnecken im Becken gehalten haben, Probleme hatten, überhaupt Aufwuchs zu haben. Und so haben wir eigentlich unser eigenes Problem gelöst und damit aber auch eure gleichzeitig zu Hause. Genau, und hier haben wir noch einen Schneckenbalkon. Ein Schneckenbalkon. Also das Ding ist, wenn man Schnecken kauft, sollte man sie nicht einfach direkt ins Wasser pumpen lassen. Die Schnecke sollte sich langsam akklimatisieren und dann selber quasi ins Wasser gehen, vollständig untertauchen, wenn sie das möchte. So. Und das lässt sich wunderbar mit dieser Schneckenschranke praktizieren. Die hängst du hier ins Becken, dass die paar Millimeter, dass Feuchtigkeit da ist, aber auch Luft da ist. Gerade lungenatmende Schnecken solltest du einfach nicht direkt reinhauen in die Becken. Und so können die langsam ins Wasser kriechen, ohne überwältigt zu werden. Und 100%. Dann kriegen Sie keinen Schock. Genau. Also, wie gesagt, wir haben hier ganz viele Schnecken in der Anlage. Wir werden euch mit diesem Video ein bisschen aufklären, welches die Arten sind. Das ist ganz wichtig, weil wir haben auch gesehen, dass im Internet, da gibt es viel Zeug. Und vor allem bei diesen ganzen Neritiden ist die Artbestimmung sehr, sehr schwierig. Wir klären euch auf, wir zeigen euch, welche Arten das sind. Und dann viel Spaß beim Schneckenhalten. Die meisten Arten dieser Familie sind im Meer zu finden. Doch unabhängig voneinander haben mehrere Arten das Meerwasser verlassen und die Mündungsbereiche von Flüssen und Bächen besiedelt. Alle Arten gehören zum primitiven Fortpflanzungstyp und vermehren sich nur im Brack- oder Meerwasser, wobei man ihre Kokons je nach Art auf Hartsubstrat wie Steinen, Wurzeln oder auch der Aquarienscheibe finden kann. Nach einigen Wochen oder Monaten, abhängig von Wassertemperatur, Wassermenge oder anderen Parametern, schlüpfen die Larven und werden mit der Strömung ins Meer getragen, wo sie sich von mikroskopischen Einzellern ernähren. Im Süßwasseraquarium ist das leider nicht möglich, sodass sie schon nach kurzer Zeit absterben. Nur einige wenige Arten der Gattung Theodoxus, also die Kahnschnecken, die in Europa ja weit verbreitet sind, verfügen über eine direkte Entwicklung. Diese sind allerdings nur selten in der Aquaristik vertreten. Den Artenteil möchten wir beginnen mit einer der sicherlich schönsten Schnecken in der Süßwasser-Aquaristik und das ist Chitina weigiensis. Diese Art ist unglaublich variabel, hat eine Vielzahl an Farbformen und Musterungen hervorgebracht. Ihre Verbreitung reicht von Taiwan über die Philippinen bis nach Indonesien, Neuguinea und den Solomonen. Die Größe 11 bis 25 mm und diese Schnecke mag es mit 30 Grad Celsius ziemlich warm. Aus Indonesien kommt Clyton flavovirens. Diese Schnecke ist mit 10 bis 14 mm eigentlich recht klein und optimal geeignet für ein Nano-Aquarium. Sie wird oft verwechselt mit Clyton corona oder Clyton sorbianum, aber diese klassische Musterung, diese schwarze Spirale, ist eigentlich typisch für diese Art. Und da ist sie auch schon, Clyton sorbianum, die Art, die oft mit den anderen Clyton-Arten verwechselt wird, weil ihre Musterung auch sehr variabel ist, ihre Färbung ist sehr variabel. Von der Größe 12 bis 14 mm ähnelt sie ebenfalls den anderen Clyton-Arten, ist also optimal für ein Nano-Aquarium geeignet. Ihre Verbreitung findet sie von Japan über die Philippinen nach Indonesien bis nach Indien.
Vitina semiconica ist eine der ältesten Renn- oder Napfschnecken in der Aquaristik. Vor vielen Jahren haben wir sie mal Orange Track genannt, weil sie diese schwarzen Punkte auf ihrem Gehäuse hat, was auch sehr typisch für diese Art ist. Sie hat eine Verbreitung von Java, Borneo bis nach Sumatra, also Indonesien. Mit 2 bis 3 cm ist sie ausgewachsen. Die Anthrazit-Napfschnecke Neritina polygera oder auch Stahlhelmschnecke hat einen ausgezeichneten Ruf in der Aquaristik als Algenvertilger, weil sie sogar Pinselalgen beseitigen kann. Mit einer Größe von 15 bis 43 mm sind diese Tiere ausgewachsen. Sie mögen Temperaturen von 18 bis 30 Grad und kommen im gesamten Indo-Westpazifik vor bis nach Madagaskar und Taiwan. Neritina variegata kommt in den Handel als Tattoo oder auch als Batikschnecke. Auch diese Art ist sehr variabel in der Färbung und kann von schwarz bis gelbbraun mit schwarzer Musterung vorkommen. Im Habitat besiedelt diese Art schnell fließende Bäche und Flüsse, die allerdings nicht mehr im Einfluss der Gezeiten stehen. Ihre Größe 2 bis 3 cm, Temperatur 20 bis 30 Grad Celsius, der pH-Wert darf zwischen 7,0 und 8,5 schwanken. Vorkommen Japan bis Australien, Indonesien bis zu den Salomonen. Vitina turrita, die Zebra-Rennschnecke. In den Handel kommen diese Schnecken meistens als Neritina SP oder werden als Napfschnecken oder einfach Rennschnecken bezeichnet. In der Aquaristik sind sie schon lange als gute Algenfresser bekannt und werden vor allem in größeren Aquarien für einen Erstbesatz empfohlen. In der Natur besiedeln diese Schnecken die Mündungsgebiete kleinerer Bäche, aber auch größere Flüsse, wo man sie auf Steinen und Schwemmholz findet. Hier schwanken die Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad Celsius. Neritodryas javanica. Diese Art wurde erst kürzlich beschrieben und in den Handel kommt sie meist als O-Ring-Schnecke oder auch als Batik-Schnecke, mit der sie häufig verwechselt wird. Sie besiedelt sowohl Brack- als auch Süßwasser und sind oft in der näheren Umgebung des Mündungsbereiches von Flüssen und Bächen, auch auf Sträuchern und Bäumen außerhalb des Wassers gefunden worden. Vitina cumiana ist eigentlich nur sporadisch im Handel zu finden. Sie wird meist mit den anderen Napfschneckenarten mitimportiert. Von der Verhaltensweise und von der Haltung unterscheidet sie sich allerdings kaum von diesen Arten. Sie mag Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad, sie wird 2 bis 3 cm groß und der pH-Wert darf schwanken zwischen 7,0 und 8,5. Die Kronenschnecke Clitons subcranosus wird auch Sunsnail genannt manchmal. Bei dieser auffälligen Schneckenart handelt es sich ebenfalls um einen Gezeitenbewohner, der die Fluss- und Bachmündungen besiedelt. Man findet sie auf Steinen und Holz, herrscht Ebbe, leben diese Tiere im reinen Süßwasser, das Richtung Meer fließt. Mit der Flut kommt Brackwasser in ihren Lebensraum, so dass sie ständig wechselnden Bedingungen ausgesetzt sind. Im Aquarium sind sie recht anspruchslos, vertragen allerdings niedrige Temperaturen unter 20 Grad nur schlecht. Wie andere Clitonarten ist auch die Kronenschnecke in Form und Farbe sehr variabel. Neritona jutinge ist eine Art, die Flüsse und Bäche besiedelt. Man findet sie dort unter Steinen oder auf Detritus. Sie ist sehr einfach von allen anderen Neritiden zu unterscheiden, da sie multiple oder mehrere Reihen dieser kleinen Spikes oder Hörnchen auf ihrem Gehäuse trägt und das macht sie in dieser Familie so einzigartig. Von den Philippinen und aus Indonesien kommt Cliton diadema. Diese Art ist mit 1 bis 2 cm relativ klein und wird deswegen auch für Nano-Aquarien empfohlen. Es ist ein sehr guter Algenfresser, allerdings gibt es auch von dieser Art sehr viele Farbvarianten. Im Handel haben wir meist die gelb-schwarze Variante, aber in der Natur gibt es unglaublich viele Farbformen und Musterungen. Vitina coromandeliana kommt eigentlich selten als eigenständige Art in den Handel. Meist wird sie mit den anderen beiden Arten wie Vitina turrita oder Vitina semiconica mitimportiert. Vom Verhalten und von der Haltungsweise unterscheidet diese Art sich eigentlich kaum von den beiden anderen Arten. Neripteron taitense ist eine Art, die eigentlich selten als eigenständige Art importiert wird. Meist kommt sie als Beifang mit.
Sie braucht etwas wärmeres Wasser von 20 bis 30 Grad und wird 1 bis 2 cm groß. Theodoxus fluviatilis ist eine Art, die nur selten importiert wird. Es ist eine reine Süßwasserart, die sich also im Süßwasser vermehrt. Sie hat sich als sehr robuste Art herausgestellt und hat in Europa eine weite Verbreitung. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da, abonniert unseren Channel und wir sehen uns beim nächsten Video.